Ich begrüße Sie alle sehr herzlich. Froh, dass Sie an diesem Sonntagmorgen hier sind, im Bertha-Benz-Saal. Und besonders froh, dass auch wieder die Technik uns noch ein bisschen zusätzlich fördert. Vor 2 Jahren war Dieter Dorn noch bei uns zum Kongress. Heute ist er das sehr wahrscheinlich geistig. Nicht sehr wahrscheinlich, ich bin ganz sicher. Und unsere nächste Referentin, Erika Laut, Masseurin und Dorn-Expertin, wird uns nochmal aus seinem Leben erzählen. Und wir begrüßen Sie sehr herzlich heute Morgen hier. Ich beginne heute meinen Vortrag mit einer Frage oder mit einem Rätsel. Wer ist dieser Mensch, den ich euch jetzt vorstelle? Bodenständig, einfach, liebenswürdig, gottesgläubig, vertrauenswürdig, zuhörend, präzise, demütig, einfühlsam, nicht oberflächlich, beharrlich. Was er vorhatte, das tat er auch. Er liebte die Menschen, die Natur und vor allem die Musik. Auch seine Frau Rosemarie und seine beiden Söhne. Ja, es ist unser Freund, Lehrmeister, großes Vorbild, der Erfinder und Entwickler der Methode Dorn. Dieter Dorn. Hier haben wir sein wunderschönes Bild gemacht vom Helmut Koch. Er ist am 19. Januar 2011 in Lautrach, in seinem Heimatort, im schönen Allgäu gestorben. Dieter Dorn kam aus Gottes Hand und ging zurück in Gottes Hand. Das waren die leitenden Worte von seinem Pfarrer bei der Beerdigungsansprache, die mich sehr berührt haben. Ich besuchte ihn an diesem Todestag. Ich besuchte seine Familie und ihn. Ich nahm also, als Dieter starb, im Kreise seiner Familie von ihm Abschied und begleitete die Familie Dorn, Rosemarie, Reinhard und Jürgen den ganzen Tag. Wir sprachen wenig, wir weinten, wir schwiegen. Unfassbar, dieser Tod. Ich musste mehrmals zu ihm hingehen. Er lag im Wohnzimmer im Krankenbett, musste ihn anfassen, ihn berühren. Er war noch warm und doch schon kalt. Er lag so friedlich da. Er lächelte, so als wäre er gar nicht tot. Und seine blauen Augen, sie erschienen mir noch blauer. Ein richtiges, kräftiges Blau. Konnte es einfach nicht fassen. Ich fühlte mich allein gelassen, wie Schafe ohne Hirten. Dachte an die große Dornfamilie weltweit. Wie wird sie sich fühlen, wenn sie vom Tod Dieter Dorn erfährt? Wie geht es weiter? Das waren Fragen, die mir dann durch den Kopf gingen. Wie nehmen Sie den Tod auf? Doch Dieter Dorn, er hatte die Weichen schon vorher gestellt. Auch hier vor 2 Jahren mit dem Kongressteam gesprochen, mit Helmut Koch, Hildegard Steinhauser. Er hatte die Weichen schon vorher gestellt. Dieter Dorn hinterließ 2 Familien. Auch seine große Dornfamilie, weltweit, bestehend aus Ärzten, Therapeuten, Heilpraktikern,
aus Laienmenschen, aus Gesundheitsberatern. Jeder konnte die Methode dort lernen. Uns allen wurde mal wieder die Grenzen gezeigt mit seinem Tod. Dass zwischen Himmel und Erde Dinge bestehen, die wir nicht verstehen. Dass es einen gibt, der über allem steht. Unser Schöpfer und Gott oder unser himmlischer Vater oder egal wie ihr sagt, aber es steht jemand über uns. Ja, Dieter Dorn ging zurück in Gottes Hand. Er hinterließ seiner großen Dornfamilie ein kostbares, großes Erbe. Die von ihm entwickelte, einzigartig, einmalige, ausgereifte Methode Dorn. Volksmethode aus dem Vollkommende. Ganzkörperarbeit, Ganzkörpertherapie zur Gesundwerdung, zur Gesunderhaltung von Körper, Geist und Seele. Bleiben wir die Hüter und die Wächter dieses kostbaren Geschenkes. Das Original der unverwechselbaren Methode Dorn. Unser demütiger Dieter betrachtete sie immer als eine Gabe von Gott, wie ein Geschenk. Und wer ihn kannte, der wusste das auch. Er hat nie gesagt, ich habe die Methode erfunden, das ist meine Methode. Er war demütig, betrachtete es als Gabe Gottes, als ein Geschenk. Wir unterhielten uns oft. Ich fragte ihn einmal, heilen wir die Menschen? Immer wieder betonte er, wir heilen nicht. Was wir heute machen, war alles schon mal da. Er betonte, der Mensch heilt sich selbst über sein Immunsystem, über seine Heilungskräfte, über unseren Geist, über unsere Seele. So weit ist die Schulmedizin heute auch schon gekommen, dass der Mensch mehr ist als nur Körper. Er sprach mir aus dem Herzen. Genau auch meine Einstellung. Ich gebe es auch so weiter. Wenn man mal überlegt, was Gott alles geschaffen hat, das Universum. Er hat uns nicht nur ein paar Sterne, ein kleines Sonnensystem geschenkt, er hat uns Milliarden Sonnensysteme geschenkt. Wir sind heute erst drauf und dran, das Universum zu betreten. Denken wir jetzt an die Zugvögel. Wenn wir bedenken, dass wir 35.000 Milliarden Zellen haben, die ständig mit dem Universum kommunizieren. Wir haben laufend Kontakt. Das spürt man schon anhand einem kleinen Beispiel. Wenn die Sonne nicht scheint, sind wir müde, wir sind matt, wir sind schlapp, wir haben keine Kraft. Und sobald die Sonne wieder scheint, fühlen wir uns lebhaft, wir können Berge versetzen. Jetzt möchte ich euch einmal ein bisschen was erzählen, einen Rückblick halten, ein paar Höhepunkte über Dieter Dorns Leben. Dieter Dorn wurde am 13.08.1938 geboren. Ein Jahr vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Er war also ein Kriegskind. Armut, Entbehrungen, wenig zu essen, viel, viel Arbeit. Doch eingebettet in eine starke, liebevolle Familie.
Dieter war von Beginn seines Lebens sehr musikalisch. Er konnte jedes Instrument spielen, ohne Noten. Wenn er Lieder gehört hat oder sie nachgesungen hat oder mitgesungen, sollen wir auch immer wieder machen, hat er sie gleich nachgespielt. Er konnte es einfach. Er war ein hochintelligenter Mensch. Er war nicht nur Bauer und Landwirt, obwohl wir die Bauern und Landwirte brauchen. Er war eingebettet in eine starke, liebevolle Familie. Schon mit 15 Jahren stand er auf der Bühne und hat Musik gemacht, hat den Menschen Freude gemacht. In den 70er Jahren gründete er die Band The Blue Boys. Ich kann kein Englisch, aber ich habe mir sagen lassen, es heißt die blauen Jungs. Passt zum Dieter seine blauen Augen. Er hatte ein besonderes, gutes Gefühl für Zeittrends. Sie spielten damals Schlager, Tanzmusik. Damals tanzte man ja noch gemeinsam. Dann Hochzeit mit seiner wunderschönen Frau Rosemarie, die ihm zwei sehr liebe Jungs schenkte, den Reinhard und den Jürgen. Er hat ihnen sogar ein schönes kleines Häuschen gebaut, das aber viel Platz hat. Das wundert mich immer, wenn ich das Haus von außen sehe. Ja, Dieter Dorn war Landwirt und Sägewerkbesitzer. Er arbeitete von früh bis spät. Arbeit durchzog sein ganzes Leben. Aber er war, wie ich schon gesagt hatte, hochintelligent. Er machte mal eine Chronik über Lauterach mit Zeichnungen, mit Skizzen. Und er brachte es aufs Rathaus, aber man hat es aus finanziellen Gründen eben nicht gedruckt. Dann gab es auch viele intelligente Leute im Hause der Familie Dorn. Architekten, Bürgermeister und so weiter. Manchmal höre ich jetzt, Dieter war doch nur ein Bauer. Es ist eigentlich traurig. Ich könnte weinen. Natürlich brauchen wir die Bauern. Wenn wir die Bauern nicht mehr haben, haben wir nichts zum Essen, wenn wir unsere Nahrung nicht selber anbauen. Dieter Dorn war auch vorsorgend. Er hat rechtzeitig das Sägewerk seinem Sohn Reinhard überschrieben. Das zeigt uns auch, wie er war. Und so erlebten sie in ihrem Leben als Familie Hochs und Tiefs. Ihr könnt mir glauben, es war bestimmt nicht einfach. Dieter musste sich oft teilen. Er hatte zu Hause eine Familie und uns als große Dorn-Familie. Da musste die Familie oft zurückstecken. Lassen wir uns das auch mal durch den Kopf gehen. 1973. Ich erwähne also in meinem Vortrag ein paar gekennzeichnete Jahre, die für die Dorn-Methode ganz wichtig sind. 1973 war wohl das prägendste Jahr im Leben von Dieter Dorn. Er war 35 Jahre alt. Er war in seiner vollen Manneskraft, er kannte keine Krankheit, nur Arbeit. Da passierte wie ein Blitz vom Himmel ein Unglück. Dieter Dorn wollte einen Baum hochheben, das wissen wir ja alle. Er kam selber nicht mehr hoch, er bekam starke Schmerzen im Kreuz. Und die waren so schlimm, dass er sich ins Haus rüberschleppte, sein Sägewerk ist ja weiter unten, aufs Sofa legte und dachte, ja gut, es geht bald vorbei. Aber die Schmerzen wurden immer stärker. So war die Frage, soll ich jetzt zum Arzt oder soll ich jetzt zu meinem Onkel, dem Knocheneinrenker oder Knochendrücker? Über den er ja schon jahrelang vorher, wo er noch 20 war, hat er über ihn gelacht. Aber er musste es erfahren. Und was tat er? Er ging zu seinem Onkel, ließ sich von ihm seinen Rücken drücken und siehe da, es war wie eine Wunderheilung. Also ich möchte mal sagen, Dieter Dorn war ein Heiler. Und was das heißt, das wissen Menschen, die sich mit Heilern auseinandersetzen.
Er war mehr als nur ein Dorntherapeut oder ein Wirbelsäule, ein Knochendrücker. Der Onkel ließ jetzt Diederdorn mit seinem Bein pindeln, drückte ihm hinten am Rücken herum und momentan war Dieder schmerzfrei und er war so verblüfft und sagte, kann ich das lernen? Das ist ja ein Wunder, was mir passiert ist. Kann ich das lernen? Ich möchte es lernen. Der Schlossbauer war nämlich krank, eben sein Onkel und Knocheneinrenker oder Knochendrücker, und er starb wenige Wochen danach. Und Dieder war jetzt allein. Er wollte es lernen, konnte es aber nicht mehr lernen. Dieder Dorn ließ das keine Ruhe mehr. Nach dieser Spontanheilung, er wollte wissen, was dahinter steckt. Er arbeitete und entwickelte er präzise, intuitiv, die heute ausgereifte Methode Dorn. Zuerst dachte er damals an seine Frau. Sie litt nämlich 15 Jahre unter Migräne. Und wer Migräne hat, der weiß, es ist ein ganz schlimmes Krankheitsbild. Die Ärzte wollten ihr die Querfortsätze abmachen.